Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe heute einen sehr wichtigen Gast bei mir, Gökay Akbulut, Abgeordnete des Deutschen Bundestages von der linken Fraktion. Liebe Gökay, herzlich willkommen. Zum zweiten Mal bist du hier, wir freuen uns. Wir haben ein sehr wichtiges Thema und leider ein trauriges Thema. Am 2. Juli 1993, exakt vor 26 Jahren, hat ein islamistisches Mob im Osten der Türkei, in Sivas, eine Hotelanlage umzingelt, wo ein Kulturfestival stattfinden sollte. Die haben dort 33 Menschen und nochmal zwei Hotelbedienstete, insgesamt 35 Menschen, regelrecht verbrannt. Dieses Ereignis dauerte 8 Stunden lang vor laufenden Kameras und angeblich war der Staat so machtlos, obwohl dieser Mob erstmals mit 300 Leuten vor dieser Hotelanlage war, hat sich im Laufe der Zeit auf 15.000 erhöht. Später gab es ein Gerichtsverfahren, ziemlich dubios, obwohl 33 Täter zum Tode verurteilt worden sind und später dieser Urteil auf lebenslange Haft umgewandelt wurde, konnten viele Täter insbesondere nach Deutschland flüchten und anscheinend fühlen sie sich hier wohl. Wir sind aber dran, wir versuchen mal auf die Spur zu kommen und wissen, was die dann tun, ob sie eingebürgert worden sind, ob sie mittlerweile geheiratet sind, welche Aufenthaltsstatus sie haben. Ich bin sehr froh, dass unsere Abgeordnete Frau Akbulut Gökay eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gerichtet hat und sichtlich auch historisch bearbeitet hat und sehr kluge Fragen gestellt hat und interessante Antworten bekommen hat. Und heute werden wir zu diesem Thema sprechen. Liebe Gökay, herzlich willkommen nochmal. Gibt es neue Erkenntnisse über Anzahl von Tätern in Deutschland? Sind die weniger geworden oder mehr? Was hast du ermittelt? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich auch, heute hier zu sein. Gerade auch heute, an diesem Erinnerungs- und Gedenktag zum Sivas-Massaker, was vor 26 Jahren stattgefunden hat, und als Bundestagsabgeordnete mit kurdisch-alevitischen Migrationshintergrund ist das natürlich auch ein wichtiges und interessantes Thema, was ich im Bundestag bearbeite. Wir haben zum einen eine Anfrage gestellt gehabt über den Massaker in Dersim von 1938, wo auch im Nachhinein Dokumente aufgetaucht sind über die Rolle der Bundesregierung und der deutschen Armee damals etc. Und außerdem eine weitere kleine Anfrage zum Thema Sivas und dem Sivas-Massaker. Und das sind natürlich wichtige und sehr, sehr sensible Themen, die gerade auch in der Türkei und in der kurdischen und alevitischen Gesellschaft sehr, sehr wichtig sind. Und da der türkische Staat bis heute im Grunde genommen diesen gesamten Massaker, was damals stattgefunden hat, nicht richtig aufgearbeitet hat, unzureichend ausgearbeitet hat und viele der Täter nicht verurteilt worden sind und es auch keine Gedenkkultur, keine Gedenkveranstaltung dazu gibt und im Nachhinein, auch nach dem Massaker, vieles unter den Teppich gekehrt worden sind, selbst die Angehörigen angegriffen worden sind. Also es ist im Grunde genommen ein Ereignis, der sowohl historisch, rechtlich als auch politisch unzureichend aufgearbeitet worden ist. Deswegen ist das, glaube ich, wichtig, dass ich dann mit meiner Anfrage im Bundestag meinen Beitrag dazu bringe. Es gab ja schon auch in der Vergangenheit von verschiedener Seite, von den alevitischen Dachverband der ABF und von anderen, von den Angehörigen und von anderer Seite entsprechende Bemühungen, das Ganze aufzuarbeiten, vor allem aber auch Informationen über den Aufenthalt von diesen Personen zu bekommen, die damals nach dem Massaker nach Deutschland gebracht worden sind, von gewissen Kreisen unterstützt worden sind, nach Deutschland gekommen sind. Es wurde von etwa 24 Personen gesprochen.
die damals wohl nach Deutschland gekommen sind, nach 93. Und aktuell ist es so, dass die Bundesregierung, also es gab mehrere kleine Anfragen zu diesem Thema, zu dem Aufenthaltsstatus dieser Person, wo sie genau in Deutschland leben. Es geht jetzt um 9 Personen, von denen etwa 8 jetzt hier sind, ne, von 11 von denen 8 jetzt hier sind. Einige sind wieder zurück in die Türkei oder in andere Länder wahrscheinlich. Also wir haben unzureichende Informationen und die Bundesregierung hat sich auch geweigert, detaillierte. Oder die wurden dann eingebürgert, die gelten nicht mehr Ausländer, Genau, womöglich. genau. Also das sind verschiedene Variationen, die da möglich sind. Aber es geht insbesondere um die 8 Täter, wo auch die Angehörigen und wo verschiedener Seite und auch auf Seiten von verschiedenen Juristen auch Informationen gesammelt worden ist. Und es kann nicht sein, dass eine Person, die im Ausland in solch einem Massaker verwickelt war, nicht vor Gericht gestellt worden ist und hier in Deutschland einfach frei leben kann, sich hier aufhalten kann. Und es kann nicht sein, dass das dann die Aufgabe der Angehörigen ist oder der Anwälte ist oder der alevitischen Verbände ist, diesem hinterher zu recherchieren und hier die Verantwortlichen zu stellen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir gemeinsam an diesem Thema arbeiten. Wunderbar. Als ich noch Abgeordnete war und als wir dann eine kleine Anfrage gestellt haben, es hat sich herausgestellt, dass gerade eine noch Einbürgerungsantrag gestellt hatte. Und wir haben alle Stellen alarmiert und wir haben öffentlich gesagt, dass es ein verheerendes Ereignis wäre, wenn diese Person eingebürgert wäre. Ich kann nur hoffen, dass er nicht eingebürgert worden ist. Und es gab auch aber Auslieferungsersuchen aus der Türkei. Ich habe einige davon schon gesehen und es gab auch ein Urteil von Verwaltungsgericht Aachen von 2012. Diese hat bestätigt, dass diese Auslieferungsersuchen unzureichend waren. Beispielsweise, ich erinnere mich noch daran, türkische Stellen haben stattdessen Gerichtsurteile, Gerichtsprotokolle geschickt und nicht mal ins deutsche Sprache übersetzt, einfach auf Türkisch. Oder es gab dann ein Verfahren, um Asylstatus abzuerkennen bei einer Person und da war Bundesamt nicht mal anwesend, Bundesamt für Migrations- und Flüchtlinge. Heute kann man verstehen, weil viele Anzahl von Fällen gibt, aber damals war es hier nicht 2012 sowas. Und deshalb haben wir bemerkt, dass die Türkei nicht unbedingt ein Interesse daran hat, diese Glaubensbrüder aufzunehmen in der Türkei und Deutschland auch kein Interesse hat, diese Leute auszuliefern. Deshalb hat sich dann bei uns die Frage gestellt, ob Deutschland diese Leute als V-Leute benutzt in islamistischen Szene. Habt ihr auch solche Verdacht? Ja, also es ist natürlich schon sehr kurios, wie es dann sein kann, dass die Daten dieser Personen eigentlich auch bekannt sind, auch recherchiert werden von Seiten der alevitischen Dachverbände, die auch die mehr Informationen anscheinend über diese Person verfügen als die Bundesregierung oder der Verfassungsschutz selbst und diese Informationen dann nicht verwertet werden. Und es geht im Grunde genommen darum, das Ganze zu vertuschen, diese Personen einfach nicht aufzugreifen und sie auch entsprechend und vor einem Verfahren zu stellen. Und es geht hier auch um die Bemühungen der Anwälte, die herausgefunden haben, dass eines dieser Täter mehrfach in Deutschland seinen Wohnsitz gewechselt hat. Jedes Mal, nachdem eine Anfrage gestellt worden ist an die jeweilige Stadt und der Aufenthaltsort dieser Person bekannt gegeben worden ist, ist diese Person am nächsten Tag innerhalb kürzester Zeit wieder verzogen. Also es sind wirklich sehr, sehr, ja, sehr, sehr interessante Entwicklungen, die da eine Rolle spielen. Die Und haben es geht anscheinend darum, auch dass sie eine. von irgendeiner Seite geschützt werden. Anscheinend haben die auch einen Unterstützerkreis in Deutschland, sozusagen. Die haben Jobs bei Moscheevereinen gefunden und anscheinend arrangierte Ehen sind geschlossen. Also diese islamistischen Kreise in Deutschland haben sich wirklich bemüht, diese Täter hier zu schützen. Anscheinend auch erfolgreich, weil von deutscher Seite überhaupt kein
Druck da ist. Kann man sagen, dass die Bundesregierungen diese Gefahr von diesen Islamisten unterschätzt haben? Ich habe den Eindruck, dass die Islamisten irgendwann sagen, oh ja, Bruder, wenn du sicher sein möchtest, gehst du nach Deutschland, da kannst du dich ausruhen und aufpäppeln, sogar weitere Anschläge planen. So ist mein Eindruck. Ist ein bisschen zynisch zugegeben, aber es ist so. Die islamistischen Täter fühlen sich in Deutschland pudelwohl und die werden anscheinend nicht verfolgt. Ja, also wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre natürlich gerade in Bezug auf den politischen Islam und gerade der islamistischen Szene, und dazu gehört natürlich auch die türkische islamistische Szene, zu dem die Grauen Wölfe und verschiedene andere Organisationen auch gehören und auch mittlerweile auch IS oder Moslembrüderschaft. Also es gibt entsprechende Verstrickungen und Verwicklungen zwischen diesen islamistischen Gruppierungen aus den unterschiedlichen Ländern. Und ich denke, dass diese Täter von Sivas entsprechend auch unterstützt werden von bestimmten Kreisen. Und es kann ja nicht sein, dass die Opfer und ihre Familien teilweise in Berlin oder in anderen Städten leben, diesen Personen begegnen. Und das ist ja einfach unfassbar, wie so etwas überhaupt möglich ist. Und uns geht es darum, dass die Bundesregierung, also wir haben mit unserer Anfrage sehr detaillierte Fragen gestellt, um 17, 18 Fragen in Bezug auf den Aufenthaltsstatus, in Bezug auf die auf den Aufenthaltsstatus, Staatsangehörigkeit, aber auch Auslieferungsersuche auf türkischer Seite, wann die zuletzt gestellt worden sind und warum diese nicht berücksichtigt werden oder berücksichtigt worden sind und ob die Situation dieser Personen auch zwischen deutsch-türkischen, zwischen diesen bilateralen Verhandlungen und Gesprächen, die ja immer wieder stattfinden, auch jemals thematisiert worden sind, ob es diesbezüglich Protokolle gibt. Aber im Grunde genommen ist das eine Reihe, ist eine Art von Vertuschung, obwohl man weiß, das sind Gefährder, das sind Menschen, von denen durchaus auch Gefahr ausgehen kann, die auch wirklich in dieser Szene natürlich als Helden auch gefeiert werden, also in dieser islamistischen Szene. Als Helden und als besondere Persönlichkeiten geehrt und verehrt werden und sich hier ein schönes Leben machen können. Ein der verurteilten Mörder, Mohammed Nuh Kılıç, lebte in Mannheim und arbeitete dort bei einer Bäckerei. Ganz normales Leben. Eine türkische Zeitung, Hürriyet, hat mit ihm ein Interview geführt. Er hat regelrecht seine Tat gerechtfertigt. Und sowas ist in Deutschland möglich. Also Sie müssen sich vorstellen, dass ein verurteilter Mörder lebt in Deutschland und offen und kann seine Tat rechtfertigen. Und sobald wir auf die Schliche kommen, kann er seine Adresse wechseln und lebt er weiterhin. Und ein anderer Täter, Vahit Kaynar, lebte in Berlin unauffällig. Und bis er 2011 in Polen erfasst wurde mit seiner Limousine und mit zwei Freunden wollte er Vergnügungsreise machen nach Polen und wurde dort von der Polizei erfasst. Wir haben über eine polnische Journalistin die Information bekommen, Alarmglocken geläutet, wir haben Auswärtiges Amt, Innenministerium angeschrieben und er hat sich als staatenlos angegeben, obwohl er türkischer Staatsangehöriger war, damit er nicht in die Türkei ausgeliefert werden kann, sondern in Deutschland bleiben kann. Und Auswärtiges Amt hat sich auch Mühe gegeben, ihn wieder nach Deutschland zu holen. Das haben wir miterlebt. Und deshalb frage ich mich, was für eine Rolle diese Leute haben. Sind die wirklich nützlich momentan für Deutschland? Oder können wir das erleben, dass in ein paar Jahren diese Leute wieder ein Massaker in Deutschland anrichten? Da weiß ich wirklich nicht. Und Kaynar musste sich wieder unsichtbar machen. Er hat einiges umgeschrieben, auf seine Frau übertragen. Er war schon wohlhabend. Na klar, Islamisten in Deutschland haben alle Möglichkeiten, sich zu entfalten. Und anscheinend geht diese Geschichte noch weiter. Und hast du eine Hoffnung, dass man in deutschen Stellen ein bisschen klar machen kann, dass diese Mörder hier auch gefährlich sein können? Ja, also auf jeden Fall. Also wir müssen gemeinsam daran festhalten und versuchen wirklich weiterhin diese Forderungen aufzustellen
Und gerade gegenüber der alevitischen Community sendet die Bundesregierung falsche Signale mit diesem Verhalten, mit dieser Verweigerung, diese Personen wirklich entsprechend vor ein rechtsstaatliches Verfahren zu stellen, hier in Deutschland. Das wäre ja das Mindeste, weil das war auch eines der Begründungen, dass in der Türkei kein Rechtsstaat mehr herrscht und dass eine rechtsstaatliche Verurteilung in der Türkei unter diesen politischen Situationen nicht möglich wäre, etc. Das ist auch ein Argument, der gebracht wird. Aber de facto geht es darum, dass diese Personen auch hier in Deutschland vor ein Verfahren gestellt werden können, vor allem ihre Rolle aufgearbeitet werden muss, inwieweit sie involviert waren und vor allem aber auch, wie es sein kann, dass diese Personen über Jahre hinweg so geschützt und so gedeckt hier in Deutschland leben können. Wir wissen, wie aktiv der Verfassungsschutz in andere Richtungen sein kann. Also wenn es um Linke geht, wenn es um Kurden oder um andere Akteure geht, wissen wir ja, wie schnell dort Personen ausfindig gemacht werden können und wie schnell dann dort Verfahren gestellt werden. Aber gerade in Bezug auf diese Täter, die involviert sind in dem Massaker von Sivas, reagieren die Behörden nicht. Und wir dürfen das nicht so stehen lassen. Exakt. Ich habe damals Ende 2011 mit dem Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes, mit Herrn Heinz Fromm und mit zwei Stabs, eine Leiterin und einen Stabsleiter, die besonders für Bereich Türkei-Stämmige zuständig waren, ein Gespräch geführt zu dem Thema. Ich sage das, weil ich von ihm auch die Genehmigung bekommen habe, dass ich das so sagen darf. So ernst gehe ich mit meinen Themen um. Er hatte mir versprochen, dass er dieses Thema an sich nimmt und ernsthaft recherchieren wird. Leider kurz danach müsste er seinen Posten räumen, wegen dieser NSU-Skandal, obwohl er erster war, der diese NSU-Skandal als Niederlage für Sicherheitsbehörden eingeräumt hat. Er wollte aufarbeiten, er wollte aufklären und wundersamerweise musste er leider gehen. Deshalb, dort haben wir wahrscheinlich wenig Hoffnung, aber du hast einen wichtigen Bereich angesprochen. Vielen Dank, liebe Gökay, nämlich gerichtliche Ausarbeitung. Ja, Mord verjährt in Deutschland nicht und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit kann hier auch aufgearbeitet werden, wenn die Mörder hier leben. Es gibt auch Fälle wie Massaker von Ruanda, da wurden die Leute auch vor Gericht gestellt in Deutschland. Ich glaube, auf dem Gebiet müssen wir aktiv werden, aber Zeitpunkt aus meiner Sicht ist noch nicht so reif, noch nicht so richtig. Nämlich in der Türkei ist noch AKP an der Regierung und die haben keine Lust, etwas aufzuklären. Und wenn wir dieses Gerichtsverfahren jetzt starten, werden die mit Sicherheit die Beweise nicht liefern. Dann müssen wir nur mit öffentlichen Beweisen arbeiten. Deshalb muss man wahrscheinlich einen richtigen Zeitpunkt abwarten und hier den Bundesgeneralanwalt bitten, aktiv zu werden, weil auch türkische Kassationshof im Jahr 2012 diesen Fall als Verbrechen gegen Menschlichkeit qualifiziert hat, nur ein weiteres falsches Urteil getroffen hat und gesagt hat, dies gilt aber momentan in der Türkei nicht, weil dieses Strafgesetzbuch erst 2005 in Kraft getreten ist. Und wenn er dann diese als Verbrechen gegen Menschlichkeit qualifiziert, können auch deutsche Gerichte das tun, denke ich. Und dann haben wir womöglich eine Möglichkeit, gegen die Täter in Deutschland vorzugehen. Dann werden wir aber deine Hilfe brauchen als Abgeordnete, weil du so toll recherchiert hast und sehr sinnvolle und kluge Fragen gestellt hast. Und zwei Artikel sind in Alevilerin Sesi, eine Zeitschrift von Alevitischen Föderation, veröffentlicht, eine in deutscher Sprache und andere in türkischer Sprache. Womöglich kann man auch auf deiner Internetseite die finden. Ja. Bei Interesse bitte diese zwei gute Artikel von Gökay Akbulut lesen. Liebe Gökay, noch etwas zu sagen willst du zu dem Thema? Ja, also ich denke, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema und dass wir da auch gerne überparteilich dran arbeiten, dass das Ganze wirklich aufgeklärt wird. Gerade wir
mit kurdischem und alevitischem Hintergrund sind, glaube ich, auch in der Verantwortung, das Ganze weiter zu verfolgen. Tun wir das. Vielen herzlichen Dank für deine Teilnahme und wir werden jetzt in ein paar Minuten, 19.30 Uhr, nochmal in türkischer Sprache noch eine Sendung machen. Vielen herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.